Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen Fahrradträger. Das ist ein Teil, was hinten auf die Anhängerkupplung kommt. Und dann kann man da zwei Fahrräder draufstellen oder eins, je nachdem. Und da ist der Schlüssel im Schloss abgebrochen gewesen und der ließ sich nicht mehr rausholen. Hier nochmal der Vergleich der Schlüssel. Also wie tief der weggebrochen war. Da steckt er also komplett da drin und man konnte ihn auch so wieder nicht rausnehmen, da man eben halt mit dem Werkzeug nicht tief genug kommt. Und ich habe das jetzt also wie folgt gemacht. Das zeige ich gleich nochmal eben. Ich habe von hinten was in eine Öffnung reingesteckt. Da kann man auch den Schlüssel sehen. Und habe den praktisch nach vorne rausgedrückt. Und dann so weit, dass ich den eben halt mit diesem Werkzeug hier packen konnte, dass ich ein bisschen weiter nach vorne bekomme. Und dann nachher, dann habe ich hier ein Cuttermesser genommen, weil ich am besten damit dieses Teil eben halt bewegen kann, damit es rauskommt. Gut, wir sehen jetzt nur den Zustand, wo es fast raus ist. Also das ist der Schlüssel, der ist also hier weggebrochen. Und der Zustand ist eben halt gewesen, dass der ganz tief hinten drin steckte. Wenn man das jetzt mal hier so richtig guckt, habe ich das Schloss hier ein bisschen rausgenommen. Und zwar, wenn man hinten die Lamellen runterdrückt, dann kann man das Schloss ein bisschen rausdrücken. Und dadurch hat man das dementsprechend einfacher, den abgebrochenen Schlüssel, wenn er da ganz tief drin steckt, zu entfernen. Gut, ich habe jetzt auch eine Zeit lang gebraucht. Also das geht nicht in 5 Minuten so, sondern ich war jetzt hier tatsächlich auch gut 20 Minuten oder 30 Minuten bei, bis ich das dann erstmal so weit hatte, wie ich es denn haben wollte. Weil der wollte einfach eben nicht so, wie ich das gerne hätte. Hier kann man das Schloss sehen und auch da, wo ich das andere Werkstück reingesteckt habe. Und dadurch habe ich die Möglichkeit gehabt, eben halt den Zylinder nach vorne zu drücken, um den eben halt nach vorne rauszudrücken, ein Stück, damit ich da dementsprechend rankomme. Was ich sonst vorhätte, wenn das nicht gegangen wäre, dass ich ihn ganz rausdrücke. Denn wenn ich von unten beigehe und drücke die Lamellen zurück, dann habe ich manchmal die Möglichkeit, den Zylinder nach vorne rauszudrücken. Weil der ist ja schließlich auch irgendwie reingekommen, also muss er ja auch wieder raus. Und das wäre dann beispielsweise ein Weg. Denn wenn er jetzt ganz draußen wäre, dann hätte ich es natürlich noch einfacher, den Schlüssel zu entfernen. Und so ging das eben halt auf diesem Wege. Also man kann da doch mal das Werkstück sehen. Das hat vorne so ein, ist ziemlich flach und hat eine Spitze dran. Ich zeige das gleich nochmal eben, mit was für einem Werkzeug ich das sowas mache. Und dann kann man das damit dementsprechend entfernen. Ja, um das nochmal eben so zu zeigen, hier kann man also einmal sehen, dass hier noch die Lamellen raus sind. Das heißt, wenn ich die dann dementsprechend runterdrücke, kann ich dieses Teil nach vorne rausziehen. Aber das geht nur von hinten, so wie ich das eben gezeigt habe. Und das ist eben halt diese Schlange, die ich benutzt habe, um in dieses Loch zu kommen, dass ich den Schlüssel nach vorne eben halt rausdrücken kann. Gut, jetzt werde ich das wieder so machen, dass ich das jetzt hier wieder alles zurücknehme und dann kann ich den Schließzylinder nachher auch nach hinten wieder reindrücken. Zeigen kann ich das ein bisschen schlecht, weil ich hier draußen bin und ich kann das nirgends einspannen. Das heißt, das mache ich mit einer Hand, halte ich das fest und mit der anderen drücke ich das gleich wieder zurück. Und wie gesagt, noch diese Lamellen, die hier sind, runter. Mal sehen, kommt er schon jetzt schon. Oh, er kommt schon freiwillig. Na, also damit kriege ich ihn zurück. Jetzt mache ich es gleich nochmal eben von hinten und dann ist er dementsprechend wieder richtig drin. Das hier ist dann so das Werkzeug, was ich dafür benutze, um sowas dementsprechend zu entfernen. Ja, das war es dann erstmal soweit wieder von meiner Seite aus und dann freue ich mich wieder auf mein nächstes Projekt.